Moin, meine Freunde. Willkommen zur WM-Qualifikation. Rumänien gegen Portugal, wir wissen jetzt schon, wie es ausgeht. Ich darf mit Ronaldo spielen. Das bedeutet nichts Gutes für Rumänien. Die haben aber schon vorgesoffen, hast du gesehen? Weil die sich so sicher sind. So, dann beginnen wir mal das kleine Kindergartenspiel hier. Rumänien in Gelb, ich in Schwarz. Wer hätte es gedacht? Hör mal auf, die zu verarschen, machen ernst. Was für ein Lack die in diesem Moment jetzt hatten. Was Nani für ein geiles Tor gemacht hätte. Ja. Verdammt. Ein Millimeter zu breit. FIFA 16 muss ich mich noch ein bisschen reinfitzen, was die Stärke der Freistöße angeht. In FIFA 15 bin ich quasi Gott, was das angeht. Ronaldo zumindest. Butter in den Händen, hält er nichts wirklich. Wirklich? Wirklich? Boah, den will ich nicht gegen den Kopf bekommen haben, Alter. Ich glaube nicht, dass du dann noch stehst. Oh, ist das. Warum war eigentlich Handspiel? Ist nur der Arm. Heißt, Arm müsste nur gebrochen sein. Zertrümmert sogar, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall will ich den Ball nicht abbekommen. Ja, ich meine, hast du gesehen, was Ronaldo mit einem Schuss macht da? Das mit dem Panzerglas-Dingern? Ja. Schusstest. Doppelt verstärktes Panzerglas und der zerschießt 7 waren das? 7,5 von 10. Oh, dann. Ja, ein Kollege hier, der Dominik, hatte mir das mal gezeigt. Also ich mich nur gefragt habe, wenn der wirklich so eine starke Schusskraft hat, wieso trifft der dann so selten? Jedenfalls bei Portugal. Weil in Portugal eigentlich ein Spielmacher ist. Also bei uns ist, trifft er ja irgendwie das Match mindestens 3-mal. Ja. Ja, auch bei Real trifft er ja auch nicht übel. Ja, in Portugal ist er halt meistens so Spielmacher statt Stick-Torjäger. Ja, aber warum? Verstehe ich einfach nicht. Es gibt Leute wie Nani. Ja komm, Nani war jetzt vor 2 Jahren auch nicht die Hilfe. Guck mal, das macht auch kein anderer Verein. Einfach im 16er den Ball per Brust annehmen. Macht auch nur Portugal. Tippen gerade. Wenn ich so einen harten Schuss habe, was weißt du, was ich hatte in der Hose ab. Böse Nemo aus! Hand. Und ist umgeswitcht. Ich habe heute beim Einkaufen. Und schieß ein Tor. Oh nö, dann nicht. Ich habe heute beim Einkaufen eine kleine Nachbarin hier getroffen, ne? Mhm. Und die mich nicht so gefreut.
also zu denen, weil die so komisch grünes Zeug geholt haben, wie heißt das? Was so höchst ungesund ist, was die eigentliche Antwort auf Tantrum ist. Ach, wenn du siehst, weißt du, was ich meine, dieses Was? neongrün, grünliche Zeug, Alter. London Ja, und bei Big bei How I Met Your Mother heißt das ja Tantrum. Oh, ich mit jemandem da nie geguckt. Nein? Ich hasse das. Warum? Was scheiße ist, der Humor da drin ist der größte Witz. Suckhead Humor behindert nur Rick. Leute. Das Einzige, was gut ist, sind die Sprüche von Barney, nicht. Naja, auf jeden Fall fragte mich auch einmal, was ich denn hier mache. Ich so, ja, ich brauche Limo und so, ne? Warum trinkst du denn Limo? So, ja, weil es günstig ist und schmeckt. Ne? Sagt. Und dann die so, aber schön, dass du hier bist. Und lehnt sie an meine Schulter an. Ich so, wieso? Sechsjährige Mädchen sind schon was Komisches. Schön, dass du hier bist. Ja, und lehnt sie an meine Schulter an. Und ich denke mir so, okay. Police incoming. Passt. Incoming. Ja, mein verdächtigen Pädophilen gefunden, der ist YouTuber. Stell dir mal vor, was passiert hier echt? Er hat so eine Geschichte mit einem sechsjährigen Mädchen in einem seiner Videos erzählt. Mann, ich glaub, Sie hat sie an seiner Schulter angelegt. Mann, ich glaube, du bist arbeitslos. Drehbuchautor. Mein Kollege spielte FIFA. Ich war schon vorher arbeitslos, aber jetzt wurde ich auch ins Spiel arbeitslos dank ihm. Die kleinen so Jobs. Mein Geld. Ach ja. Bald fange ich dann an, außen herum den Rasen schon mal zu mähen. Den Rasenmäher Ob ich es schaffe, ob ich es schaffe und ich schaffe es nicht. Den Rasenmäher leihe ich mir dann bei Melis Freundin, ne? Ich wollte schon mit der Schluss machen. Schnapper ruft mich immer noch an. Ne? Ja, dann mal schnell. Warum? Sonst kann sie sich platt fahren. Geilste dann ganz trocken, wo er recht hat, hat er recht. Nee, recht hat er. Recht hat er. Und da kriegst du, der hat echt Butter in den Händen, ne? Oder einfach schon keinen Bock mehr nach der Bombardierung am Anfang. Kleingeld. Ich bin ja mal gespannt auf die WM, Alter. Das wird lustig. Nee, live hier. Nee, jetzt hier. FIFA 16. Naja, nichts Spannendes, wir gewinnen halt. Ja, in Deutschland haben wir ja eine Qualifikationsrunde auch nice abgezogen. Wovon es leider kein Video gab. Ja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier ich sag mal, 4 bis 6. Dann wären wir wieder in unserem Standard. Wenn wir mit Portugal spielen, unter 4 bis 6-0 haben wir nie ausgemacht. Nee, ich meine, wenn wir jetzt so 4 bis 6 Saisons spielen, ganz ehrlich, ich glaube, dann kriegt jeder Angst, der nur schon den Da Namen... kommt Deutschland. Deutschland, Deutschland. Der nur schon den Namen des Trainers liest, ey. Die. Kleingeld. Ja, ich sag nur, das 2:0, wo du mal hinten lagst und ich dann das 6:0 rausgehauen hab, ne? Also Tage gibt es noch. Oder hier das, ich glaube 7:0 am Anfang der ersten Hälfte. Und du dann, scheiße, ich bin arbeitslos. Kleingeld.
Elfer. Gegen den Freistoß. Oh, geile Position, Mann. Da bringt er den Freistoß. Ja, wechsel doch instant, Alter. Ich sag ja, das Spiel stellt sich mittlerweile mit Absicht schwerer in-game, weil es Angst hat, dass es höher verlieren könnte. Okay. Viva Romania. Kein Geld. Und? Was ist der jetzt zu verlieren? Komm bitte. Du bist Nationalspieler. Das darf dir nicht passieren. Natürlich. Nein, darf nicht. Ich verbiete dich sehen. Ja, mehr sind sie auch nicht. Du bist natürlich nicht, gell? Wie eigentlich eine Ecke, aber relativ. Wenn man nur was merkt, dann wird. Wir haben darüber nichts zu diskutieren. Halt die Fresse. Warte mal, ab, wenn du mir heute Abend ins Bett kommst. Ich komme nicht ins Bett. Ja? Nö. Hast du einen anderen? Richtig. Keine Kraft mehr. Sag ich doch relativ. Wow. Ja. Kein Mann. Deine Taktik ist so scheiß ist so scheiß durchsichtig, ne? Ja, aber sie geht auf. Naja. Bei jedem dritten Spiel. Kuscheln. Nein, kuscheln! Mit dem kannst du es machen, da ist kein Problem. Der geht nie K.O. Der ist irgendwie so programmiert, dass der nie K.O. geht. Boah, das wäre schön geworden. Im Laufen volles Fund, ey. Ja, klar. Komm, jetzt pfeif. Warte doch, chill doch. Nein, pfeif nicht früh genug. Danke. Ja. Wenn er wohl den Ball irgendwie. Ich glaube, wir haben nur einmal Ronaldo ausgewechselt, ne? Und das auch nur aus Langeweile. Oh, wir sind schon in der 80. Und nochmal volles Rohr. Fast über ihn drüber, fast. Naja, warum krieg ich in so Ecken, wo alle im 16er sind? Dann kannst du perfekt außerhalb des 16ers flanken und dann mit einem dicken Rohr da durchhämmern. Eder. Meister Eder hauen wir mal da rein. Das ist Danny. Oh, das war's dann. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Pirouette mit Manschetten. Und warum geht der da nicht dran? Lautenwechsel oder Wechsel hat er auch nie gemacht. Ja.
bin frei. Sowieso sinnlos. Komm, ich muss noch was. Flamer. 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 Fick dich. Flamer. Fick dich. Flamer. Flamer. Könnte ich bitte jetzt noch das sechste Tor machen, so wie es sich gehört? Gut gemacht, gutes Tackling. Falsches Tor. Ach nein, wirklich? Ich wollte es ja nur mal hingewiesen haben. Und vorbei. Naja. Ist trotzdem Sieg. Die Türkei hat 1-1 gespult. Ich krieg so diesen, weißt du, wenn du die aufmachst, kommt ja immer so. Wird da dieser gleiche Qualm da von der Kohlensäure drauf, er zog mir in die Nase und brannte irgendwie so richtig bissig. Zwie. Ja, Dankeschön fürs Zugucken von diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bla bla bla, und dann kennt ihr sie ja, ne? Tschüss.